Weltentdecker. Yum! So ein Käsebrot ist schon lecker. Aber was ist Käse eigentlich? Käse? Also Käse ist ein Milchprodukt. Ein Milchprodukt? Aber Milch ist doch flüssig. Warum läuft der Käse dann nicht einfach vom Brot? Also, wie erkläre ich dir das? Also, wie wäre es, wenn wir zusammen die Eifeler Hofkäserei besuchen? Da erfahren wir dann genau, wie Käse gemacht wird. Au ja! Super Idee! Bevor die Milch für die Käseherstellung genutzt werden kann, muss sie zunächst pasteurisiert werden. Was? Pasteurisiert. Das bedeutet, dass sie für mindestens 15 Sekunden auf 72 Grad Celsius erwärmt wird. Dadurch werden alle Keime und möglichen Krankheitserreger in der Milch abgetötet. Gleich nach dem Pasteurisieren wird die Milch weiterverarbeitet. Was macht die Frau denn da? Sie fügt der Milch sogenannte Milchsäurebakterien zu. Bakterien? Aber das ist doch schädlich. Diese Bakterien nicht. Sie sind sogar wichtig, denn sie sorgen später mit für den Geschmack des Käses. Und nun? Was passiert jetzt? Jetzt kommt das Lab hinzu. Das Lab ist ein besonderes Enzym. Durch die Zugabe des Labs kommt es zur Gerinnung der Milch. Gerinnung? Ja, Gerinnung bedeutet, dass etwas fest wird. Durch das Lab wird die Milch also fest. Die Käser nennen das Dicklegen. Ach so, damit der Käse nicht einfach vom Brot läuft. Ganz genau. Nach etwas Zeit beginnen sich das Fett und Eiweiß vom Wasser der Milch zu trennen. Das Wasser ist die sogenannte Molke, die auch sehr gesund ist, aber für die Käseherstellung nicht benötigt wird. Oh, sieh mal, da kommt die Käseharfe. Wird dem Käse jetzt Musik vorgespielt? Nein, die Käseharfe heißt nur so. Schau einmal zu, was damit gemacht wird. Die Käseharfe wird dazu genutzt, um die dickgelegte Milch zu schneiden. Dadurch entsteht der sogenannte Käsebruch. Sobald der Käsebruch die richtige Konsistenz hat, wird zuerst die restliche Molke abgelassen. Jetzt wird der Käsebruch in Stücke geschnitten und auf Formen verteilt. Dann kommt ein Deckel auf die Formen und der Käse wird gepresst. Erst 50 Minuten von der einen und dann nochmal 50 Minuten von der anderen Seite. Übrigens, je wärmer die Milch erhitzt wurde, je stärker sie ausgepresst wird und je länger sie lagert, desto härter wird der Käse. Und jetzt ist der Käse schon fertig? Nein, nein. Sieh einmal. Alle Käsesorten, außer Frischkäse, werden nach dem Formen in einer Salzlake gebadet. Igitt, dann sind die doch ganz versalzen. Nein, das ist wichtig für den Käse. Das Salzbad hält schädliche Bakterien fern und fördert die Bildung einer Rinde. Bevor der Käse zum Reifen ins Regal gelegt wird, bekommt er noch eine Schutzschicht verpasst. Die sorgt dafür, dass der Käse nicht zu schimmeln beginnt. Nun endlich darf sich der Käse ausruhen. In diesem Raum reift der Käse und bekommt seinen endgültigen Geschmack. Manche Käse reifen nur wenige Wochen und schmecken dann eher mild. Andere Käse reifen über Jahre und sind dann eher kräftig. Sobald der Käse fertig gereift ist, wird er verpackt und kommt in einen Globusmarkt in deiner Nähe. Oh, die Käse sehen aber wirklich schon alle sehr lecker aus. Apropos lecker, was macht eigentlich unser Käsebrot? Na, das sollten wir uns jetzt aber wirklich schmecken lassen. Wenn ihr noch mehr über unsere Globusmärkte wissen wollt, dann schaut gerne unter www.globus.de nach. Dort könnt ihr ganz viel über Globus erfahren. Viel Spaß!